So, wir sind aber jetzt in der großen Halle. Und da wird ja wohl einmal Speichern erlaubt sein. So, brav zur Seite gesprungen, Lara. So funktioniert. Das hast du gut gelernt jetzt mal endlich. Natürlich springt er dann nicht. Natürlich trifft er bei so einem Scheiß. Es ist unglaublich. Es ist so typisch wieder für mich, ne? Ja. Na klar. Sag mal, läufst du auch irgendwann mal oder was? Ja, zur Seite tut er das. Dann komm doch her. Natürlich. Und das zählt wieder nicht. Oh doch, die Tür ist offen. Natürlich. Das zählt nicht. Ah, okay, ich muss nur eine der Türen quasi öffnen. Nach 4 Stößen ist sie dann doch auch mal tot. Ja, aber gut, dann wissen wir ja, was wir da zu tun haben. Das ist mir gerade so egal. Wir nehmen einfach den Gang. Ich wollte gerade sagen, natürlich war es der falsche, aber... Ding, Leiter. Ja, genau. Lauf mal rückwärts. Hast du Angst vor Leitern, ne? Mhm, die sind schon böse. Oh, diese Leitern. Irgendwas Tötbares vielleicht. Scheinbar nicht. Nein, lauf da weg! Soll ich ihn töten? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Viech unbesiegbar ist. Allein der Tatsache geschuldet, dass man ihn braucht, um eine Tür zu öffnen. So, das tötet man normalerweise nicht, weil... Naja, es funktioniert nicht. Oder aber, ich habe hier nur ein... in Anführungszeichen, Geheimnis gefunden. Und die andere Tür wäre eigentlich der richtige Weg gewesen. Wo bin ich da gerade gegen gesprungen? Ah, das hätte ich nicht gesehen. Da wäre ich so dran vorbeigelaufen. Hüpf. Und hüpf. Das machst du brav, Lara. Das ist tatsächlich ein Geheimnis. Oh, ich bin so gut. Ihr könnt mich so mal... echt... blöden Mistteile. Ah, natürlich. Brennen dann die anderen Sachen. Sehe ich auch an der Tafel. Suche eins aus. Oh, sieht aus wie Barbecue. Grill. Ich habe jetzt einmal Schrotmunition genommen, statt ein großes Medipack. Das gehört dazu. Das war überhaupt nicht offensichtlich. Überhaupt nicht. Konnte man gar nicht vorhersehen. Natürlich, jetzt piekst mich das Ding. Gut, es war direkt in die Stirn, aber wenn ich mit dem Knie gegenlaufe, ist es auch egal. Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 3 Geheimnisse dieses Level gefunden, oder? Ich bin richtig gut gerade. Na komm, lauf gegen. Mach mir die Tür auf. Du machst mir nie die Tür auf, oder? Du bleibst einfach ein Mistvieh. Oder? Lauf. Brav. Ja, so ein Braver. Hm.
Na, komm her. Das willst du doch. Ja, komm. Wow. Wo geht's hier weiter? Ach, du willst mich doch verarschen. Da oben ging's doch nirgends weiter. Hörst du jetzt auf? Hm. Nein, hier geht's nicht weiter. Ich kann auch da nichts kaputt schießen irgendwie. Ein Kronleuchter oder so ein Blödsinn. Was habe ich gerade drauf gezielt? Wahrscheinlich auf das Viech, ne? Und das macht ja eigentlich nur wenig Sinn. Hm. Da oben ging es ja auch nicht weiter. Lagen ja nur ein paar Sachen rum. Quasi geheimnis. Es sei denn natürlich, ich habe da irgendwie den supergeheimen Superraum vergessen, der super geheim war. Aber ich meine, ich würde ihnen das durchaus zutrauen, dass sie jetzt hier so einen zweiten Raum als Trollraum quasi machen, aber. Und dass eigentlich nur dieser, der hier nach oben führt, weiterführt. Aber das tut er ja nicht. Ha. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das sind Säulen, das ist. Ich habe doch jetzt alles gemacht, quasi. Hat er alles gemacht, hat er. Hm. Ich werde nochmal hier speichern. Dann werde ich mir das einfach mal angucken. Ich frage mich, wo das Viech hin ist. Ich höre es nicht mehr. Muss ich dazu was sagen? Muss ich zu diesem endlosen Maß meiner Dummheit wirklich etwas sagen? Hands on your head. Take me to Von Croy. Where's he headed? You waste your time. This attitude problem. You people need to learn some manners. Tell me now, or you've just run out of time. Alexandria. Your workforce is about to be delayed. Netter Übergang. Es gibt ein Zuglevel? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es ein Zuglevel gab. Zuglevel sind super. Oh, wie cool ist das denn? Ja, wie geil. Ein Zuglevel. Nein, Zuglevel sind irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Zuglevel haben sowas Besonderes. Ein Hebel. Ich darf einen Hebel hebeln. Ich darf einen Hebel hebeln. Oh yeah. Ja, also es muss nicht unbedingt ein Zuglevel sein, aber auch so ein Bootlevel oder sowas. Halt irgendwas auf sich bewegendem. Ihr wisst schon. Gedingse. Okay. Etwas auf sich bewegendem Gedingse ist einfach cool. Wir machen aber jetzt erstmal einen Speicherstand. Oh Gott. Ich darf den 70 nicht überschreiben. Den darf ich nicht überschreiben. Den darf ich nicht überschreiben wegen Zwischensequenzen.
Und den darf ich nicht überschreiben wegen... Nee, den darf ich nicht überschreiben wegen Spielfortschritt. Nee, den darf ich nicht überschreiben wegen Spielfortschritt. Cool, dann haben wir jetzt die beiden. Das muss ich mir alles auch noch merken, ey. Tür öffnen. Ein Feature, was in dem Spiel bisher wirklich nicht gerade seinen Höhepunkt hatte. Das ist so cool. Doch, fahren ist cool. Ich kann sie durchsichtig machen, indem ich auf die Gucken-Taste drücke. Ach, ist das lustig. Ach, ist das lustig. Ich finde das super. Ach Gott. Jetzt weg dich halt so an die Tür, dass du sie aufmachen kannst. Ja. Haha, ich hab dich gesehen, bevor du da warst. Na komm her. Na komm. Bis du den wieder rausgeholt hast, bist du dreimal tot. Auf Nahkampf wirst du doch nicht schießen. Auf Nahkampf wirst du doch nicht schießen. Auf Nahkampf wirst du doch nicht schießen. God damn it. Das musste jetzt sein. Lara Croft, like a boss. Oh yeah, wir durchsuchen den Zug. Wie cool ist das denn? Ach ja, ich glaube, das ist ein ganz hübsches Bild zum Schließen. Ich muss jetzt ja noch zwei Zwischensequenzen reinschneiden und das wird ganz witzig, toll und spaßtastisch. Also, wir haben Desert Railroad 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, die Aufnahme ist heil geblieben. Nicht wie letztes Mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider 4. Tschüss, Leute.